Ah, das ist Klaus aus der Firma. Hallo Klaus. Hallo Markus. Entschuldige die Störung. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Also, ich organisiere dieses Jahr den Betriebsausflug. Letztes Jahr konnte ich leider nicht dabei sein. Habe aber gehört, dass es nicht so gut gelaufen ist. Oh Mann, ja. Das kannst du laut sagen. Es war wirklich nicht schön. Es ging viel zu früh los. Die Wanderung war unendlich lang und als wir endlich auf der Hütte ankamen, war nicht mal reserviert. Wir mussten über eine Stunde aufs Essen warten. Ja, das habe ich auch gehört. Hast du schon Ideen für den Betriebsausflug? Ja, eine Floßfahrt auf der Isar. Hast du Lust, die mit mir zu planen? Floßfahrt auf der Isar? Das klingt interessant. Bestimmt Riesenspaß. Ich habe das schon mal gecheckt. Man fährt auf einem großen Floß die Isar entlang. Circa 30 Kilometer. Das dauert ungefähr 5 bis 6 Stunden. Es gibt natürlich auch eine Mittagspause. Aber ein paar Dinge müssen wir noch entscheiden. Aha. Und was? Ja, zum Beispiel, wie viele Getränke brauchen wir an Bord? Essen wir auf dem Floß zum Mittag? Oder gehen wir in ein Gasthaus? Dann kann man auch noch eine Musikkapelle bestellen. Oh ja, Blasmusik. Na, hast du Lust, mir zu helfen? Na klar, ich helfe dir gerne. Wir können morgen in der Mittagspause zusammen essen und alles besprechen. Aber was machen wir bei schlechtem Wetter? Ich glaube, es gibt ein Gewitter. Oh, es donnert. Und jetzt regnet es auch noch. So ein Mistwetter. So ein schöner sonniger Tag. Und es ist heiß. Ich liebe den Sommer. Heute gehe ich ins Schwimmbad. Und mein Delfin nehme ich auch mit. Heute ist es windig. Typisches Herbstwetter, aber schön. Heute ist es kalt. Brrr, bestimmt minus 5 Grad. Es schneit, dann kann ich mit dem Schlitten fahren.